Herr Frick, es geschah auf meinen Vorschlag hin, auf einen Vorschlag hin allerdings, der Ihre Zustimmung fand, dass wir mit dieser Bassarie aus Haydns Schöpfung begonnen haben. Und ich habe den Vorschlag gemacht, weil ich von vornherein zeigen wollte, dass Sie nicht zu den Sängern gehören, die mit einer Handvoll Star-Partien durch die Welt reisen, sondern ein Repertoire haben, das ungeheuer weit gespannt ist, das vom Bass-Buffo bis zum König Philipp im Don Carlos reicht, um einen Bogen anzudeuten. Und da würde mich interessieren, wie macht man das eigentlich, wenn man wie Sie heute in Wien den Hunding singt in der Walküre, morgen in Berlin vielleicht den Osmin, übermorgen in einer anderen Stadt wieder den Kasper im Fraschitz und so weiter und so weiter. Wie macht man das, dass man diese Partien, diese vielen Partien ständig bewahrt? Sind die Vorstellungen gleichsam wieder Auffrischungsproben oder muss man sich von Tag zu Tag das immer wieder neu erarbeiten? Ja, also das muss man auf alle Fälle. Muss unbedingt jeden Tag, vor allem wenn man abends, also die und die Partie zu singen hat, muss man jeden Tag an dieser Partie unbedingt arbeiten. Schon allein stimmlich gesehen. Die eine Partie erfordert mehr Tiefe, die andere mehr Höhe. Und dadurch muss man sich eben hinsetzen, ob alleine oder mit einem Korrepetitor, das ist egal. Und muss das so quasi, muss man sagen, den Hals singen. Eben doch, also täglich, wenn man zu tun hat. Darf ich ein klein bisschen neugierig sein dazu und noch mehr ins Detail gehen mit meinen Fragen? Sie nehmen sich also die Partitur bzw. den Klavierauszug und gehen nur bestimmte Stellen durch oder gehen Sie auch mal die ganze Partie durch, damit nie etwas wegbleiben kann? Also, vom Wort her zum Beispiel. Ja, ich mache das immer so, dass ich erstmal einige Stellen rausgreife, die besonders schwierig liegen, und dann nehme ich die ganze Partie durch im Gesamten gesehen. Weil es muss dann auch schon alleine tempomäßig und so weiter, muss man das eben doch dann hinkriegen, mit den Tönen auch, nicht? Mhm. Das muss sich auch vereinbaren. Und das immer am Klavier? Oder auch mal stumm? Auch mal so, auch mal stumm, ja. Aber es ist eben doch gut, wenn man dann, wie gesagt, wenn man das schon oft gesungen hat, dann man es eben doch am Klavier dann macht, nicht? Dass es eben immer geläufig bleibt, das Ganze. Und wann machen Sie das, zu welcher Tageszeit? Normal, wenn Sie keine Probe im Theater haben? Ja, ich mache das meist Vormittag. Ah ja. Ja, ja. Und dann sind Sie damit fertig und schalten sozusagen ab? Ungefähr, ja. Und dann Nachmittag, natürlich, also kurz vor der Vorstellung, so eine Stunde vorher, da singe ich mich noch ganz so ein bisschen so geläufig ein. Mhm. Aber ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, dass man vormittags sich eigentlich einsingen soll. Das ist... Ja, wahrscheinlich damit auch eine Pause dazwischen liegt vom Stimmlichen absolut, und auch vom Gedanklichen eben, her. Recht? Erstmal das und das Stimmliche, die Stimme braucht dann wieder Ruhe, das geht alles wieder zurück. Und dann, wenn man dann wieder von neuem anfängt, am Nachmittag, dann ist es, also für mich gesehen, mit am besten da, das Ganze. Kennen Sie eigentlich Lampenfieber? Etwas, ja. Ja? Ja, das muss wahrscheinlich sein. Ich meine echtes Lampenfieber, oder es ist nur die Spannung, die Konzentration bewirkt? Es ist wahrscheinlich nur die Spannung. Die ist natürlich. Ja, die muss da sein, ne? Das ist klar. Und wenn man dann auf die Bühne rauskommt natürlich, und wenn die ersten 10 Töne, wo man sagen, dann merkt man genau, ah, das wird was, und dann lässt das langsam nach und dann hat man sich vollkommen in der Hand und also so geht mir selbst. Aber es ist nicht quälend, das Bewusstsein, dass man heute Abend oder in ein, zwei Stunden jetzt antreten muss. Das habe ich nie gehabt. Das nicht? Nein, das habe ich nie. Im Gegenteil, häufig freue ich mich sogar darüber. Ja, so soll es ja auch eigentlich sein. Ja, so soll es sein. Ne? Ja, ja. Herr Frick, ich denke jetzt an die Musik wieder. Ja. Ich deutete vorhin an, als ich von dem Bogen Ihres Repertoires sprach, dass es vom Bass Buffo bis, ich nannte den Philipp, im Don Carlos reicht. Ich würde sagen, wir hören uns mal das eine Ende dieses Bogens an. Den Osmin, wenn es Ihnen recht ist. Ja, bitte. Aus der Entführung. Oh, wie will ich triumphieren. Ja.